So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit Satisfactory. Ja, wir machen jetzt weiter hier am AKW. Und wenn euch das Projekt gefällt, dann gerne einen Daumen da lassen und vielleicht auch noch abonnieren. Ne? Ja, also, genau, ich habe jetzt hier mal noch ein bisschen weitergebaut. Ich zeige euch das jetzt gleich alles, was ich gemacht habe. Also, ich habe, wie man sieht, hier diese Rundung nochmal zu Ende gemacht. Ne? Natürlich sind hier auch überall noch Kabel, damit ich hier auch fliegen kann. Machen wir mal den Scheinwerfer aus hier und fliegen dann mal hoch. Da unten hat sich jetzt noch nichts getan in der Vorbereitung für die Kernbrennstrebe. Aber hier oben, was die Wasserversorgung angeht, da habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen, ja, was heißt eskaliert. Ein Rohr müssen wir gleich noch machen, das machen wir gleich zusammen. Aber die anderen sind jetzt soweit fertig halt, ne? Also die haben auch alle schon Wasser. Sollten sie zumindest. Wenn nicht, dann müssen wir da nochmal nacharbeiten. Das hier, das ist auch schon voll. Genau, das müssen wir noch machen gleich. Und dann noch das hier müssen, da müssen wir auch nochmal kontrollieren. Beziehungsweise, ne, die beiden müssen wir noch machen. Da habe ich da schon die Ausgänge gemacht. Und ich habe das jetzt hier hinten schön verkabelt, wollte ich gerade sagen, verrohrt. Das müssen wir auch noch einfärben. Da kommen noch ein paar Sachen raus hier. Diese zum Beispiel. Dass das wieder diesen Look, diesen. Ne? Haben wir jetzt ein Autosave oder was? Ne, das war nur ein Haker. Okay, gut. Dann geht es ja. So, dann können wir hier nochmal die Rohre einfärben. Auch die Verbinder färbe ich immer ganz gerne ein. Hier ist mir ein kleiner Fehler passiert, dass die mittleren beiden Rohre sind irgendwie höher als die. Ich weiß nicht, woran das liegt. Entschuldigung. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Hier können wir auch nochmal färben, dass das dann so aussieht. Einzeln. Und hinter den Wänden machen wir das natürlich nicht. Zum Glück kann man das Metall nicht blau färben. Machen wir mal ruhig mit Lampe, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Da und da. Immer mal wieder irgendwie so ein Fehler. Ah, das liegt, glaube ich, an diesen Gitterstrukturen. Ich hätte die Gitterstrukturen erst hinterher einfügen sollen, müssen. Muss ich mal gucken, ob ich da noch ran beigehe oder ob ich das so lasse. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das wird ja auch wieder zugebaut, aber das können wir ja trotzdem mal entfernen hier. So, dann haben wir das. Dann machen wir hier weiter. Natürlich jetzt überall nochmal übermäßig viel Strom auch platziert, dass ich hier fliegen kann. Oder schweben, sagen wir es mal so. So, dann nehmen wir die hier auch noch raus. Genau, dann sieht das nämlich schön wie so eine Wasserbrücke aus. Den könnten wir auch nochmal nach vorne legen, wenn er denn snappen möchte. Dann können wir mal hier durch und gucken mal, dass wir den bis zum Ende legen. So. So sieht das von innen aus, ne? Ich habe jetzt hier natürlich auch noch mal ein bisschen Rohr gefärbt, aber hier hinten brauchen wir das eigentlich nicht, weil wir das nicht sehen. Und man sieht es ja auch noch auf den Indikatoren halt, ne? Was da jetzt für eine Flüssigkeit drauf, Entschuldigung, drauf ist. Ja. Genau, alles sehr technisch hier, ja. Aber so, und dann habe ich mir überlegt, mache ich mir hier so ein Walkway. Das passt jetzt an einigen Stellen nicht, deswegen glitscht das hier auch so ineinander. Ja,
muss mir vielleicht noch mal was überlegen oder vielleicht habt ihr da auch eine Idee. Gerne mal in Discord reinschreiben oder wie auch immer, wie man das lösen könnte, vielleicht mit einem kleinen Clip oder irgendwie so. Das wäre halt vielleicht ganz nice. Genau, jetzt machen wir hier. Ach so, das kam ja von der anderen Seite, genau. Jetzt machen wir das so. Ich hatte das oben auch schon mal alles in Asphalt getränkt. Ich hab was in der Nase. Fürchterlich. Und ich weiß auch nicht, warum er das immer so komisch zieht hier. So. Man hört das Wasser in den Rohren. Das ist mir. Ich weiß nicht, ich habe lange nicht mit Rohren gearbeitet. Ist mir gar nicht mehr so im Sinn gewesen, dass das so. Dass das so laut war. Nee, das war falsch. Das ist mir zu weit. Das soll ja dann wieder hier möglichst nah dran sein. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht bis hier hinziehen. Soll natürlich nach Möglichkeit auch um die Ecke gehen, ne? Immer schön rechtwinklig. So, dann färben wir die Rohre hier auch noch mal ein. Sliden unterm Rohr. Oha, hier geht's schwieriger. Eng hier halt, ne? Finde ich auch sehr geil, dass wenn man so richtig nah rangeht, dass man auch die Oberfläche hier der Struktur, dass das nicht alles so mega glatt ist, sondern eben halt, ja, wie so ein Rohr eben aussieht, ne? Wenn man sich mal echtes Metall anschaut, gerade in der Größe auch. So, wie hatte ich das denn hier gemacht? Ich glaube, da hatte ich das so gemacht. Genau. Immer auf die Hälfte. Das kann ja jetzt alles zu. Das wird ja jetzt auch befüllt. Sollte jedenfalls. Genau der. Den hatten wir gerade gemacht. Und den hier. Genau, das ist alles voll. Das ist perfekt. Dann können wir als nächstes die Kernbrennstäbe machen. Nein, Spaß. Wir müssen natürlich auch noch die Abfuhr machen. Das könnten wir ja heute auch nochmal machen. Und zwar hätte ich da eine Idee. Wir machen das hier an der Stelle. Das war jetzt zu viel. Aufgrund von Sub. Habe ich die Maus wieder zu heftig bewegt hier. So. Und hier noch einen hin. Und hier noch einen hin. Ich weiß halt auch noch nicht genau, wie ich das nach unten transportiere. Klar mit Liften, das ist mir schon klar. Aber jetzt so im Detail halt, ne? Wie ich das dann. Und habe ich überhaupt auch Aluminium? Ja, ich habe ein bisschen Aluminium dabei. Das müsste eigentlich reichen für diese Anbindung. Wir müssen mal hier auf Logistik gehen und dann das mal so machen. So. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja das Wasserwerk oben komplettiert. Ne? Das hier muss, das kann man nachher auch wieder ändern.
Ich muss jetzt allerdings hier erstmal mit den Liften, muss ich erstmal gucken. Der muss so rum. Und der muss andersrum, ne? Und dann müssen wir immer im Wechsel. Machen wir erstmal nur die. Weil das muss ja auch noch vorbei an der, an dem. Ich hatte jetzt da gar nicht mehr dran gedacht und habe dann diesen Walkway da unten gebaut, dass man auch da einmal drumrum, wenn man jetzt wirklich da manuell irgendwas machen muss. Wir warten mal eben den Autosave ab. Genau. So. Dann wäre es vielleicht doch sinnvoller, den ganzen Klumpatsch noch mal höher zu setzen. Ah, ich weiß es halt nicht. Oder wir ziehen das unter der Platte, also hier drunter noch mal ein bisschen nach innen. Weiß ich halt noch nicht, ne? So. Genau so. Und jetzt hier halt verbinden. Kann man natürlich auch die Zufuhr zumindest mit langsameren Bändern, ihr weißt schon, was ich meine, langsameren Bändern machen. Aber ich werde unten auf jeden Fall ein bisschen mehr Kernbrennstäbe machen, die jetzt für meinetwegen 12 AKWs ausreichen. So dass wir da immer ein bisschen Überschuss haben, ne? Genau, das hier, das müssen wir dann auch nochmal so, dass es ein bisschen schöner aussieht. Weiß ich noch nicht, was ich da mache, ob ich die hier vielleicht noch zubaue. Irgendwie so, dass man diese Glitschereien nicht mehr sieht. Warum geht das jetzt nicht mehr? Die identischen Gebäude steht schon an dieser Stelle. Weiß ich halt noch nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Genauso hier. Also man sieht, dass das nicht ganz. Also dieses AKW hätte noch einen Tick nach links und das hätte noch einen Tick nach rechts, weil ja hier diese Kanten entstehen. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ist halt auch symmetrisch, ne? An den Himmelsrichtungen ist es eben diese Ecke und zwischen den Himmelsrichtungen, also jetzt Nordosten zum Beispiel, ist es halt dieses, ne? So, jetzt haben wir das. Jetzt könnten wir die Platten hier unten wieder wegziehen. Und ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, na, die gucken jetzt sehr weit raus, ne? Wenn ich die jetzt hier anknippere, an das Band, dann werden sie natürlich, wenn ich das jetzt mal demonstrieren darf, ne? Sie rutschen dann auf jeden Fall weiter nach hinten. Sieht auch hier an der Stelle ein bisschen doof aus, deswegen werde ich das wohl wieder so machen. Und werde das vielleicht hier unten lassen. Man könnte das auch noch ein bisschen bisschen cooler an der Stelle machen. Vielleicht indem man Fundamente nimmt, zum Beispiel diese. Ne, dass man jetzt sagt hier, dass es nicht ganz so doof aussieht. Dann könnte man daraus noch nicht mehr, mit Schrägen geht das halt nicht mit den Förderband durchlässen.
Sonst könnte man hier das Teil auch noch als invertierte Schräge nehmen. Ja, dann steht als nächstes an, so finde ich dann auf jeden Fall schon mal ganz cool so, ne? Das haben wir ja jetzt fertig. Hat dann auch noch mal so einen gewissen... Es sieht nicht ganz so trist aus eben, ne? Hier hätte ich mir auch noch mal überlegt, vielleicht hier oben noch mal einen Walkway ranzumachen. Allerdings ist hier eine Leiter. Ja, und... Ja. Du brauchst eigentlich nicht direkt ans AKW, um jetzt irgendwas dort einzustellen. Höchstens zu übertakten. Das könnte man natürlich auch noch machen, dass man sagt, man übertaktet. Dann muss man natürlich zusehen, dass mehr Wasser reinkommt und dass mehr Wasser reinkommt und natürlich auch mehr Brennstäbe, ne? Also können wir die im Endeffekt wegnehmen hier. Die kann man ja direkt immer an die Flächen ansnappen, die hier so schraffiert sind. Außer da, wo Leitern sind. So, alle weg. Ansonsten lassen wir das erstmal so. Wenn mir dann irgendwann noch einfallen sollte, dass ich das vielleicht einbauen will, wie auch immer, dann, dann können wir das natürlich machen. So, mir ist jetzt auch was in den Sinn gekommen. Ich finde, dass hier... Ja, das sieht toll aus halt, ne? Aber es sieht halt eben statisch überhaupt gar nicht so aus. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier hinten die nochmal ein bisschen verstärken. Also die sind ja schon stark, aber diese Dinger hier, ne, komme ich da jetzt ran? Diese sind halt sehr schwach optisch halt, ne? Vielleicht mache ich da nochmal was, vielleicht lasse ich es aber auch. Ja, und hier unten wird dann eben die Entsorgung stattfinden und ganz unten eben die die Kernbrennstoffproduktion, also eine Etage drunter. Muss ich mal gucken, ob hier unten sowieso eine Achterbahn reinpasst, beziehungsweise zwei. So, hier habe ich nämlich Strom, das weiß ich. Aber ich glaube ja, also von der Höhe her, ich habe jetzt vielleicht nicht das Material, aber wir können ja mal so gucken, ob das von der Höhe her passt. Ja, das passt. Ja, das ist doch schon mal gut. Man könnte die vielleicht in die Mitte bauen und alles andere drumherum. Wenn man dann noch den ganzen Kram von außen sieht, wenn das arbeitet, umso geiler. Ansonsten mache ich das eben... Man guckt ja dann eher von dieser Seite aus. Mache ich das dann auf diese Seite, dass man das dann auch so ein bisschen sieht. Ne, wenn man hier so durchguckt, aha, da unten ist irgendwas am Machen. Ja, so ein kleines Update nochmal zum AKW. Die Anzeigetafeln werde ich natürlich auch noch komplettieren, einmal komplett rum. Ja. Und oben, das hatten wir in der letzten Folge schon. Genau. Jetzt könnten wir halt nur noch mal gucken. Wir müssen mal kurz ins Inventar gucken. Wir haben gar nicht mehr so viel Aluminium. Dann gehen wir noch mal kurz zum Zug. Zum Bauzug. Ich weiß auch nicht, warum der so weit hinten steht. Wir können die mal wegnehmen. Und den mal damit verbinden und dann hier rüberziehen, dass er ein bisschen näher rankommt.
brauche ich nicht mal so ganz so weit wegfliegen, ne? Dann müssen wir uns natürlich auch noch das Uran holen, aber das holen wir dann ganz zum Schluss aus der Höhle. Nur die Strecke dahin, die könnte man schon mal bauen. Ne? So. Haben wir denn noch Aluminium hier drinne? Natürlich nicht. Okay. Ja, das ist doch schon mal ganz gut, ne? Ich habe jetzt ein paar Stündchen gespielt hier. Möchte ja nicht immer alles mit euch zusammenbauen, aber natürlich auch nicht nur immer offscreen spielen. Das ist natürlich auch nicht so schön. Dann könnten wir hier diese Dinger nochmal. Können wir auch mal wieder mit Standard arbeiten, ne? Ich habe nur einen weggenommen. Wie gesagt, die Dinger sind mir hier ein bisschen zu dünn. Man könnte jetzt rein theoretisch von oben aus das alles mit den dicken Foundations machen. Das würde ja auch gehen. Ne, dass man einfach sagt, man setzt sie jetzt ganz einfach davor. Oh, jetzt habe ich auch keinen Stahl mehr. Perfekt. Wie ist denn der da unten hingekommen? Ne, dass man das so ein bisschen baut. Dass man hier einfach sagt, ich baue jetzt von ganz unten eben mit denen hier. Dass das ein bisschen stabiler aussieht eben, ne? Vertical, so. Hä? So, ne? Könnte man so machen. Und hier oben müssen wir dann mal gucken, wie wir das überhaupt dann zum Ende bringen. Da könnte man natürlich diese jetzt reinsetzen. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht höher komme. Ich habe doch hier Strom, Mann. Wo ist denn hier mein Baustrom? Hier zum Beispiel an der Stelle. Das Problem ist eben, dass das eine 8 Meter Foundation ist und die hier oben nur. Na, die eben nur so ist dann. Oder man lässt es halt an der Stelle so. Muss ich mir noch was überlegen. Aber die werden, also nach dem Stand jetzt, was ich jetzt hier ausprobiert habe, werden die auf jeden Fall so. Sonst könnte man vielleicht nochmal das so machen, dass man das hier hinten so abstützt. Mann, dahin wollte ich es haben. So, ne? Das ist eben so, dann, ja, das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht habt ihr da noch eine Idee. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir heute mal eine kurze Folge. Wir haben ja ein bisschen was gesehen. Oder ihr habt ja ein bisschen was gesehen von dem, was ich eben vorhabe. Und wenn das AKW jetzt steht, dann machen wir auch Phase 4. Und das geht dann auch, glaube ich, relativ schnell, ne? Wenn man dann alles hat. Ja, dann, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Bioschmied. Bye, bye.